Cape Buena Vista, Juli 1715. Wir landen hier mitten in einer Seeschlache. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, was ich schon mal angehen wollte. Was ich auch schon mal angegangen bin auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed 4 Black Flag. An die Kanonen! Aber bevor wir es hier weitermachen, muss ich ganz kurz nur ein bisschen was umstellen. Nur, dass wir es schon mal haben. Ja, schön, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Ich gucke mal den Sound. Gebrochene Sprache an. Ja, gesprochene Sprache. Ich brauche eigentlich nur, ich will die Untertitel eigentlich anstellen. Ja, hier, Untertitel. Blut, wie immer, natürlich. Los geht's. So, wir sollen das Ruder des Schiffs erreichen. Nimm jemand das Ruder. Ich mach doch schon. Geh mal weg. Geh mir nicht auf den... Andrei, geh ans Ruder, verdammt. Ja, es ist nicht so einfach. Geh weg. Use es tot, Kenway. Oh, stehen wir doch nicht immer... Du musst das Steuer. Ja, wenn die mir nicht alle im Wege stehen würden, dann wäre das kein Problem. So, die Kanonen abfeuern. Halten Sie L2 und bewegen die R zum Zielen, drücken Sie mit auf R2, um zu schießen. Schießen Sie maximalen Schaden auf den Rumpf. Ja, übrigens, ich spiele die PS4-Version von diesem Spiel, von diesem fetten Assassin's Creed-Teil. Ich habe mir jetzt quasi sämtliche Assassin's Creed-Teile mal runtergeladen. Wir werden sie also quasi mehr oder weniger fast nach und nach spielen. Ja, FIFA wird jetzt erstmal pausieren. Bis da ist ein Problem drin. Ich hoffe, dass ich es behoben bekomme, dass wir weitermachen können. Jetzt sitzen wir zu lange erstmal Assassin's Creed diesen Platz einnehmen. Und wenn FIFA dann wieder funktioniert, wird Assassin's Creed quasi um 2 Stunden nach vorne rutschen. Auf geht's. Haha! Ich geh am Tor zur Hölle! Ja, Mann. Ich seh nix! Ich muss mich erstmal komplett rein. Die sind nicht allein, Sir! Weg mit dir! Wir landen also mitten in dieser Seeschlange. Feuer! Der Gegner bekommt Verstärkung, Sir! Sind bereit, Sir! Gebt ihnen eine gute Breitseite! Bereit! Ich sollte eigentlich nebenbei mal kurz gucken, dass ich hier... Wurden getroffen, Sir! Wir sind beschädigt! Ach so, ja. Getroffen, Captain! Bring uns näher, Kenway! Wir versenken sie! Ich muss jetzt gerade nur ein bisschen orientieren, nicht? Haben sie. Ja, ich muss jetzt mal in dieses Spiel reinkommen. Aber gut, ich soll schon irgendwie werden. Das Magazin ist explodiert! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Oh, moin! Und da hat's wohl die Ladung erwischt. Und wir sind... Ist es gefährlich? Schwimmen gegangen. Edward. Hm? Die Freibeuterei. Ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline.
Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Da sind wir. Mit unserem Helden. Unserem Piraten hier. Deswegen habe ich dieses Setting auch gewählt und dieses Spiel auch gewählt, weil ich einfach mal Bock drauf hatte. So. Wir sollen jetzt erstmal das Ruder. Das Ruder, ja. Das Ufer natürlich erreicht. Das Ruder erreicht, das hat man vorhin schon versucht. So, erstmal hier weg, während ja alles in Schutt und Asche liegt. Und wir sollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier erstmal rauskommen müssen und in Sicherheit kommen. Und erstmal in sichere Gefilde hier kommen. Da sind wir zumindest erstmal raus aus dem Wasser und halbwegs trocknen. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Nach Kuba. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Upsi. Die ist wohl leer. Dich hole ich mir, Früchtchen. Lauf ruhig, dich krieg ich doch. So, wie soll das mal denn das Sieße, den Assassinen natürlich finden? Aber es war den Mann. Das war ein schlechter Anfang. So, L3 ist der Adlerblick. Den kennen wir ja aus einem anderen Teil. Ich habe einige Teile schon gemacht, beziehungsweise ich habe sie zumindest größtenteils gemacht. Syndicate habe ich zum Beispiel gespielt. Das müsste ich irgendwo mal weitermachen. Fällt mir gerade so ein bisschen ein. So, gucken wir mal erstmal hier ein bisschen rum. Ob wir nicht irgendwas erstmal finden. Keine Sorge, wie gesagt, die Mission, die läuft uns nicht weg. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sagen wir mal so, das Missionsziel läuft uns nicht weg. Ich möchte jetzt erstmal nur gerade ein bisschen mich hier mal umschauen. Und, ja. Bevor es hier weitergeht. Hier können wir uns verstecken. Das kennen wir ja alles schon ein bisschen. Wie gesagt, das ist ja nichts Neues, ne? Wer die Assassin's Creed-Reihe kennt, wie gesagt, ich habe mir einige Teile runtergeladen. Es kann also sein, dass wir jetzt mehrere Assassin's Creed-Teile bringen. Aber wie gesagt, wir werden erstmal schauen, was wir hier mit Black Flag machen. Ich habe es ja schon mal ein bisschen angefangen. Schon mal einige Teile. Oder diesen Teil angefangen. Es gibt schon ein paar Folgen auf meinem Kanal. Aber jetzt werden wir es mal richtig angehen und ein bisschen was genauer angucken. Ich war damals 2 Jahre jünger und kam noch nicht so klar damit. Jetzt wollen wir zumindest mal versuchen, das Spiel hier uns etwas genauer anzuschauen. So, ich guck mal hier noch ein bisschen durch. Ob wir nicht irgendwo... Ja, ich suche zum Beispiel nach irgendwelchen Schatztruhen oder was auch immer. Was hier so rumliegt, was wir vielleicht mal irgendwann gebrauchen könnten. Das ganze Ding ist ja hier erstmal natürlich Tutorial, klar. Das ist, sollte klar sein für die Leute, die es halt noch nicht so drin sind in dem Spiel, wie mich zum Beispiel. Ich
kenne noch nicht die ganze Vorgeschichte und die anderen anderen Teile. Nur ich habe es bei einem anderen Let's Player gesehen, mal. Und dachte mir, hey, ich habe da jetzt irgendwie mal gerade ein bisschen Bock drauf. Und deswegen habe ich es jetzt tatsächlich mal mir, also nicht geholt, ich hatte es ja schon mal. Ich habe es ja installiert. So, gucken wir mal. Ein bisschen hier mal gucken. Ob nicht irgendwas. Oh, wir sollten vielleicht nicht zu nah an die. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? So. So, gucken wir mal jetzt hier ein bisschen rum. Und nochmal, ich muss jetzt mit der Steuerung klarkommen. Warte mal. Ah ja. So. Gucken wir uns trotzdem mal ein bisschen hier noch um. Ich benutze sehr oft den Adlerblick, jetzt merkt man, glaube ich, gerade. Um uns halt mal ein bisschen was umzugucken. Ich glaube, hier hinten könnte vielleicht was sein. Es sieht aber nicht so aus gerade, ne? Als wäre da irgendwie groß was jetzt. Aber eigentlich, warte mal, kann ich da nicht irgendwie hoch? Was ist denn da oben? Ne, es ist nur, achso, das sah nur so aus, als wäre das irgendwie, irgendwas Verstecktes, was uns vielleicht behilflich sein könnte. Ist es aber nicht. Komm ich da jetzt hoch? Ja. Gut, gehen wir jetzt mal überhaupt ein bisschen hier hoch, um uns einfach mal überhaupt einen Überblick zu verschaffen hier, ob wir irgendwas Interessantes finden. Blöde Frage, wo ist unser Kollege eigentlich? Ja, finden wir schon noch. Keine Sorge. Ah, mit R2 kann man springen. Warte mal, runterspringen kann ich nicht. Ne, mache ich, will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. So. So, gucken wir mal. Ist gar nichts, ne? So, gerade nebenbei. Kommen wir da mal hoch? Ne, wir schauen mal. Warte. Ich glaube, das könnte ein bisschen was einfacher sein. Hoch damit. So, komme ich da weiter hoch? Ja, da geht's weiter. Nach wie vor sind wir. Ah, das ist so ein Aussichtspunkt, um überhaupt mal uns ein bisschen den Überblick zu verschaffen. Wie sieht das überhaupt hier alles so aus? So, einmal kurz synchronisieren. Das sind diese Aussichtspunkte, die überall in irgendwelchen Städten oder Haltorten, die hier diesem versteckt sind. So. Jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Da sind nämlich, guck mal, da ist zum Beispiel eine Schatzruhe. Und von jedem Aussichtspunkt darunter ist zum Beispiel so ein Haufen hier. Meistens ist es irgendwie. Blöder Fatzke. Ach, da ist er doch. Da läuft er. Bloß hin. Aber erstmal möchte ich gerne. Ich krieg das schon noch. Zeit genug. Warte mal, wo ist denn der? Warte. Wie jetzt blöde? Sehe ich das jetzt nicht? So unten drunter, wa? Stimmt unten drunter. Da unten ist sie. Gucken wir uns das mal einfach an hier. Einmal mitnehmen. Bitte.
226, die Währung, dieses R steht übrigens für Real, ist die Währung hier in dieser Zeit. So. Da oben ist irgendwas Interessantes. Was ist denn das? Warte mal. Komm ich da nicht hoch? Warum komm ich da nicht hoch? Hallo? Komm ich da nicht hoch? Ich will das haben. Was auch immer da rum ist. Warte mal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, ab und auch mit. So, jetzt gucken wir mal. Das ist da, aber. Warte mal. Jawohl, ein Fragment. Ja, dahinter. Oder? Ja. Perfekt. Da. Nehmen wir mit. 338 Real. Was ist denn das hier? Ach, das ist hier. Was wir häuten können. Noch. Keine Sorge, wir werden zum Typen gleich noch kriegen. Ich möchte jetzt gerade nur ganz kurz mal hier ein bisschen Lucky Lucky machen. Oben. Warte mal. Wo ist denn der? Komm ich da nicht ran? Schlacken? Kommt er gar nicht hoch, oder was? Scheinbar nicht. Warte mal, wie komme ich denn da hoch? Ich will wissen, das war jetzt keine Absicht. Wie komme ich denn? Nee, warte mal. Hä? Da muss eine Kiste, da ist ja eine Kiste irgendwo. Aber wo? Ja gut, okay, die wird wahrscheinlich da oben irgendwo stehen. Aber da komme ich bestimmt nicht drauf jetzt, oder? Ne, scheinbar nicht. Aber na gut, dann nehmen wir mal die Kiste mit, die da hinten noch irgendwie sich versteckt. Ich komme immer wieder teilweise auf diese Taste. Die befindet sich hier. Meins. 212 Real und ein paar Smaragde. So, gut. Dann gucken wir uns mal gerade um, wo der Typ sich eigentlich befindet. Der ist nämlich, muss ja, wo der gerade hin ist. Da scheinbar ich nicht an weiter an diese Kiste komme. So, jetzt muss ich gucken, wo der lang ist. Gucken wir uns mal den Synchropunkt eben da oben hin. Wir könnten uns zusammen. Da ist er. So. Warte mal kurz, dann komme ich doch vielleicht doch an die Kiste. Die ist nämlich da. Nicht da unten. Ich krieg mal doch mal die Kiste. Meint 130 Real und Jadestatue und Zinservierteller. Okay. Gut, dann guck mal. Da vorne ist nämlich noch ein Aussichtspunkt. Ich versuche das ganze Ding erfolgreich wie möglich, so gut wie möglich zu spielen. So, jetzt gucken wir mal da hoch. Und damit hoch. Nein! Das war keine Absicht. So, einmal kurz da hoch. Geh mal weg, Vögelchen. Ups. So.
Und wir machen eine weitere Synchronisierung. So. Gut. Dann ist der nächste Aussichtspunkt irgendwo da rechts. Hier ist eine weitere Kiste. Aber, warte mal, kann ich da jetzt rein? Oder tut das, macht das ganz kurz, aber macht das nicht. Okay. Ah ja, wie wir gelernt haben. Warte mal, da komme ich gar nicht ran, ne? Okay, da geht's nicht weiter. Gut, okay. Ich mache gerade hier alles Mögliche, nur die Hauptmission nicht. Ach, muss ich sagen. Warte mal. Wo war hier noch eine Kiste? Was ist das denn da oben? Irgendwas Feindliches, wa? Okay. Das haben wir jetzt gerade. Gut. Der Feind ist ja irgendwo da in die Richtung. Wollte ich mal hier das Wetter zu schießen. Upsa. So. Gut, machen wir mal. So. Den Punkt haben wir ja. Das heißt, er muss ja irgendwo da jetzt in die Richtung unterwegs sein. Zumindest war das gerade jemand gezeigt. Ich glaube, darüber, oder? Komm ich da überhaupt drüber? Oder ist das jetzt. Nee, das macht bestimmt ganz toll, aber. Ja, das war ein Kerl, ich war so beabsichtigt. Ach, da ist er noch. Alter! So. Komm her, hier, kleiner Freund. Genau, chill dir mal ruhig dein Leben hier. Walpole heißt du also. Jetzt ist er weg. Wir haben ihn getötet. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Suma su humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Wir haben uns von einem Piraten zu einem Assassinen verwandelt, beziehungsweise mit fremden Federn geschmückt. So,
Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's für uns weiter nach Havanna. Bis dahin. Tschüss.